Ja, Wahnsinn. Es fühlt sich noch gar nicht so nah an. Einen Monat noch bis zur Republika, dann ist schon der erste Tag vorbei. Ich wurde vorhin auch als Mitglied von Digiges angekündigt, jetzt mal mit Dayjob. Ja, es sind 3 Tage, 16 Bühnen, 40 Speaker und irgendwo ist das Team. 400 Speaker, sorry. 40 sind schon hier im Raum, die auf der Republika sprechen, habe ich den Eindruck. Könnt euch alle mal melden. Wer kennt die Konferenz? Dann erzähle ich euch einfach gar nicht mehr, was da alles passiert. Okay. Genau, das alles wird zusammengestellt von diesem schönen Programmteam mit Einhörnern. Das ist unser Running Gag. Wenn jemand mal was im Call for Papers einreichen möchte, packt Einhörner rein, dann kommt es durch. Das sage ich jetzt für nächstes Jahr. So, wir haben tausende Themen für die, die Republika noch nicht kennen. Das ist eine Konferenz mit 6000 Leuten, die da vor Ort sind, mit, wie gesagt, 15 Bühnen, teilweise letztes Jahr 18 Bühnen, mit 400 Speakern, die da überall rumwuseln. Das ist ein kleiner Flohzirkus quasi. Themen reichen von Musik über Mobility zu neues Lernen, über Gesundheit, im Prinzip alle Themen, die irgendwie die Gesellschaft betreffen und die durch das Internet verändert werden. Also im Prinzip alles. Deswegen wird es auch jedes Jahr bunter, was den Strauß der Themen angeht. Dieses Jahr ist zum Beispiel Fashion Tech dazugekommen. Wir haben uns eigentlich schon immer ja, mit Design, mit Schönheit in der Welt beschäftigt, aber Fashion war bisher noch nie so ein Fokus. Das haben wir jetzt geändert und einen ganzen Tag, eine ganze Bühne, die sich damit beschäftigt, mit reingenommen und auch einen Space auf der Veranstaltung, wo man hinkommen kann und sich mit Leuten vor Ort vernetzen kann, die sich auch für das Thema interessieren, aber eben auch Medien oder was besonders, was mir besonders am Herzen liegt, und da habe ich auch direkt die Kollegin da, die das betreut, das Global Innovation Gathering. Wir haben 2012 das erste Mal, ich glaube 15 Leute waren es damals noch, zur Republika geholt, die aus unterschiedlichen Innovation Hubs, das sind so Makerspaces, Hackerspaces, Orte, die so ja, Coworking ermöglichen in unterschiedlichen afrikanischen Ländern, vor allen Dingen in Subsahara-Afrika. Und die haben sich das erste Mal auf der Republika getroffen, so physisch. Also wie wir damals vor 9 Jahren das erste Mal dieses Blogger-Treffen hatten, vor Ort in Berlin, haben die sich zum ersten Mal gesehen und das war so ein ganz, ganz besonderes Moment, weil die einfach in den unterschiedlichen Städten tolle Sachen machen, aber sich noch gar nicht richtig miteinander unterhalten konnten. Das haben wir ausgebaut im letzten Jahr und dieses Jahr wird es riesig und Geraldine möchte bestimmt mal 2 Sachen dazu erzählen. Spontan? Zufällig sitze ich gerade hier vorne. Ja, cool. Wenn wir nicht gerade bei diesem Verein zusammen Dinge machen, dann machen wir in unserem Dayjob Sachen zusammen, und zwar das Republika-Programm. Und ich darf das Global Innovation Gathering machen. Ja, ich freue mich riesig drauf. Wir haben dieses Jahr über 50 Leute, die aus aller Welt zu uns kommen. Und ich glaube, ich erzähle euch einfach die Anekdote, die sich heute Morgen in meinem Postfach abgespielt hat. Und zwar kommt als letzter Teilnehmer, den wir jetzt eingeladen haben, ein junger Mann, der einen Hackerspace im Irak aufgebaut hat, in Basra. Und er meinte: Geraldine, kannst du mir vielleicht irgendwas, es ist voll exciting für mich zu kommen und so andere Menschen, die das, was ich mache, kennenzulernen aus dem Rest der Welt, kannst du mir vielleicht irgendwas schicken, was bestätigt, dass es auf der Welt da draußen sowas wie eine Hacker-Community gibt oder eine Maker-Community gibt. Und zwar, weil ich seit Monaten, also eigentlich seit 2 Jahren, versuche, den IT-Minister im Irak zu treffen. Der kommt jetzt nächsten Monat vorbei und ich möchte ihm gerne erklären, dass wir mit unserem Hackerspace in Basra keine ISIS-Bombenbauwerkstatt sind. Das wird nämlich immer vermutet, weil die gleichen Dinge, die wir bestellen, um nämlich sehr friedfertige Dinge zu basteln, die das alles zu einer besseren Welt machen sollen in diesem Irak, werden auch von ISIS-Bombenbauwerkstätten bestellt. Und deswegen hoffen wir, dass wir damit etwas Gutes machen, und zwar einmal, dass wir Menschen zusammenbringen wie ihn, die dann like-minded people treffen und ihm Gründe geben, warum sein Maker und sein Hackerspace weiter bestehen darf im Irak, aber eben auch, um euch allen, die auf die Republika kommen, zu zeigen, was es so für spannende Sachen in der Welt da draußen gibt, damit wir nicht immer, was auch sehr schön ist, natürlich so wie hier unter uns sind, aber eben auch mal den Blick nach außen werfen können. Genau, und noch eine besonders schöne Sache für alle, die nicht zur Republika kommen, gibt es dann am Sonntag vorher eine öffentliche, kostenlose Veranstaltung im ZKU, Zentrum für Kunst und Urbanistik.
im Moabit. Und dann kann man die Leute auch noch treffen und kennenlernen. Und ich meine, nicht jeder, der jetzt auch im Stream ist zum Beispiel oder hier vor Ort, kann auf die Republika kommen. Leider, es wäre toll, aber deswegen ist es halt wichtig, dass nochmal so externe Veranstaltungen einfach stattfinden, die im Prinzip die ganze Woche auch in Berlin so sich erstrecken. Das nächste sind so klassische Republika-Themen, die ich euch noch kurz zusammengebaut habe. Das wären zum Beispiel Journalismus oder Aktivismus oder ganz viel Kultur ist auch schon in den letzten Jahren dabei gewesen. Netzpolitik als ganz besonders großes Thema jedes Jahr, aber wir haben auch uns zwei Sachen mal ausgedacht wie Terror und Migration, die einfach das letzte Jahr oder die letzten zwei, drei Jahre so stark beeinflusst haben in der öffentlichen Debatte. Und mit unserem Motto Finding Europe ist das halt auch was, was man einfach nochmal mit anschauen soll, dass man geflüchtete Menschen zum Beispiel mit einbindet, dass man sich Leute anschaut, die im Bereich Terror forschen, dass man sich auch mal mit, also jetzt nicht miteinander connected Themen, das muss man immer dazu sagen. Aber es sind halt einfach alles Aspekte, die wir gerne mit reinbringen wollen. Zum Beispiel auch Muslime in Europa oder das ganze Thema Pegida und Rechtspopulismus. Das auch alles wird auf der Republika sein. Für heute Abend habe ich aber vor allen Dingen die netzpolitisch relevanten Themen rausgesucht, weil es ja hier der netzpolitische Abend ist. Die man vor allen Dingen dann auch auf Stage 1 anschauen kann, weil wir auf Stage 1 dann einen Livestream haben, den man auch eben von außen dann anschauen kann. Und die größte Ankündigung überhaupt der Woche und des Monats ist der große Soziologe Sigmund Baumann, der zur Republika kommen wird. Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Den versuchen wir schon jetzt zum dritten Mal einzuladen. Katharina, willst du kurz was zu ihm sagen? Ja, also Sigmund Baumann beschäftigt sich damit. Nein, auf keinen Fall. Man muss dazu sagen, ich habe das nicht angekündigt. Er beschäftigt sich mit der Theorie der Moderne und was passiert, wenn Systeme zerfallen, ohne dass neue nachwachsen und was für die Gesellschaft bedeutet, aber auch mit Surveillance. Und zwar, obwohl er sehr alt ist, ist er ziemlich gut im Internet, muss man sagen. Er ist wahnsinnig responsiv. Genau, und gerade dieses ganze Überwachungsthema hat er vor drei Jahren in einem Buch zusammen mit einem kanadischen Soziologen stark auseinandergenommen. Und ja, wir freuen uns riesig darüber, dass er kommt. Andere Leute, die kommen, jetzt die exklusive Ankündigung, die noch nicht in diesem Internet zu finden ist. Gemma Golden Clavel wird kommen aus Spanien. Sie ist unter anderem, sie könnte über 20 Themen reden, unter anderem ist sie für die Netzpolitik von Podemos zuständig und hat da sehr coole Sachen gemacht. Bei uns wird sie aber über Startup, könnte man fast sagen, sprechen, das sie kürzlich gegründet hat, vor einem Jahr. Und da geht es darum, dass sie Themen wie Überwachung, wie Datenschutz nimmt, die ganzen Skandale, die passiert sind, sozusagen zu einem Geschäftsmodell macht. Sie berät sozusagen Firmen, wie sie datensparsamer ihre ganzen Sachen machen können, wie zum Beispiel auch Border Crossing einfacher und mit weniger invasiven Methoden über die Bühne gebracht werden kann und ganz viele andere Themen in diese Richtung. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass immer mehr Unternehmen sich daraus gründen, was vor zwei Jahren jetzt mit den Snowden-Enthüllungen einfach nochmal eine stärkere Aufmerksamkeit bekommen hat. Ein anderes Beispiel dafür ist Aral Balkan, den wir heute veröffentlicht haben als Speaker der Republika, der mit seinem Unternehmen Indie und mit der ganzen Indie-Bewegung auch ermöglichen möchte, dass Leute eben weniger von oder überhaupt nicht mehr von großen Unternehmen abhängig sind. Wenn man ihm auf Twitter folgt, was ich jetzt eine ganze Weile mache, dann ist es ein steter Strom an Kritik an den Großunternehmen, aber auch an im Prinzip allem anderen, was nicht hundertprozentig
unabhängig und ja, frei funktioniert. Und auch da sind wir sehr, sehr froh, dass er zur Republika kommt. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass ich immer da hingucke, aber ich habe hier keinen Monitor. Ein anderes Beispiel für tolle Menschen, die zur Republika kommen, die auch auf Stage 1 sprechen und die eher unsere kulturelle Seite zeigen, möchte ich Katharina nochmal fragen, ob du kurz was zu ihnen erzählst. Weil wir sind ja einige Leute im Programmteam und jeder hat dann so seine Herzensspeaker, die sie einlädt und genau. Genau, also die Mediengruppe Bitnik kennen wahrscheinlich alle am besten für den Darknet-Shopper. Der wurde jetzt letztens beschlagnahmt. Das ist ein Bot, der im Internet mit Bitcoin Sachen bestellt hat, die er halt wollte. Also es war Zufall, kein Mensch war verantwortlich, dass es dann unter anderem auch Drogen gab, keine Waffen und deswegen wurde er beschlagnahmt. Und in die Richtung haben sie noch ganz viel gearbeitet und genau, wir freuen uns sehr, dass sie dabei sind. Ah, Adi. Adi Wagenknecht hat das Deep Lab gegründet. Das ist ein Hacker-Kollektiv nur aus Frauen. Die reflektieren so ein bisschen die Rolle der Frauen in der Hacking-Kultur und machen auch ganz viele hübsche Kunstwerke. Ja, und beide sind eben auch Beispiele für die Dinge, die mittlerweile mit Tor und mit anderen Software-Mechanismen oder mit technologischen Mitteln einfach entweder coole Kunst oder eben auch ja, gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben. Und jemand, wo wir ganz besonders stolz sind, dass er kommt, James Bridle, den eigentlich, und blöderweise, wir wissen immer noch nicht warum, in der deutschen und auch in der europäischen so Hacker-Community fast niemand kennt, der sich mit Drohnen, mit ganz vielen verschiedenen Technologien, die wir auch alle benutzen, beschäftigt und damit eben auch Kunst, Kultur und aber eben auch gesellschaftliche ja, Kritik einfach übt. Magst du noch irgendwas ergänzen dazu? Ihr solltet alle die Arbeit von James Bridle kennen und wer es noch nicht tut, hat auf dieser Republika die Gelegenheit dazu. Ich bin persönlich ganz, ganz tief enttäuscht, falls der Saal 1 zu diesem Talk nicht voll ist. Genau. Genau, schaut ihn euch an. Jemand anders, Andrei Soldatov, beschäftigt sich mit der russischen, ja, also ein großer Mensch in der ganzen russischen Überwachungs- und Medienszene, wird uns darüber berichten, wie da ganz viel auch Informationskrieg betrieben wird, aber auch wie es ist zurzeit in Russland sich mit ja, Netztechnik im Allgemeinen zu beschäftigen. Und ich freue mich auch schon darauf, dass André ihn dann interviewen wird. Und er auch. Genau, fragt ihn aus, wenn ihr noch was über ihn wissen möchtet. Und kommt natürlich dann vor Ort in seinen Talk. Und jemand, den ihr auch alle kennt, liebt hoffentlich, Gabriella Coleman, Biella. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Anonymous, ist eine der ganz wenigen Ethnologinnen, die sich wirklich in 4chan hineingewagt hat, sozusagen in die ganzen Chats auch hineingewagt hat und mit den Leuten von Anonymous dann auch wirklich echte Kommunikation ja, gewagt hat. Weil Wissenschaftler sind ja meistens so ein bisschen beobachten von außen, aber sie hatte als Ethnologin diesen sehr inneren Blick gewagt und da viele ja, sehr spannende Erkenntnisse gewonnen. Und jetzt hoffentlich wahrscheinlich die letzte. Jetzt für den Bereich Medien wollte ich noch zwei Leute nennen und das war unter anderem Noni de la Peña, die sich mit dem Bereich Virtual Reality Journalism verdient gemacht hat. Sie hat im Prinzip diesen ganzen Bereich erfunden und wir haben einen Vortrag von ihr gehört bei der Konferenz, von der auch das Foto stammt, in Malmö, wo sie gezeigt hat, wie jemand bei einem Bombenangriff in Syrien im Prinzip daneben stehen kann und wie beeindruckend das einfach ist, wie man krass auch einfach emotional mitfühlt und sich wirklich hineinversetzen kann in verschiedenste Situationen, die von ihr und ihrem Team im Prinzip in Virtual Reality nachgestellt werden. Und ich meine, das ist natürlich erstmal sehr beeindruckend, aber wirft auch auf der anderen Seite wahnsinnig viele Fragen auf, wie
kann ich überhaupt als informierte Nutzerin mir das anschauen, ohne dass ich vorher weiß, wie ich mich danach fühle, weil Leute dann wirklich auch in Tränen ausgebrochen sind. Und ja, diese Fragen sind einfach wahnsinnig relevant für die nächste Zeit, weil sowas natürlich immer stärker auf uns zukommt. Und ein zweiter aus dem Bereich Medien, den ich euch gerne vorstellen möchte, ist Reed Hastings, der CEO von Netflix. Und er ist auch ein Beispiel für unsere Kooperation mit der Media Convention, weil unsere Medienthemen dieses Jahr zusammen mit dem Medienboard und mit der MABB auf den Bühnen zu finden sind. Das kann man dann hoffentlich in den nächsten Tagen auch bei uns nachlesen. Genau, das sind die wichtigsten Sachen. Und jetzt habe ich noch ein paar spannende und witzige Session-Einreichungstitel dabei, die auch nochmal einen bunten Strauß an Themen widerspiegeln, die auf der Republika stattfinden. Zum Beispiel Kaiserschmarrn statt Islam, rechte Volkstribunen im Netz für das ganze Thema Rechtspopulismus. Pop Will Eat Itself behandelt das Thema Recht auf Remix zum Beispiel. Sex, Unicorns and Awesome Source, da geht es um Porn im Netz. Wie gesagt, Porn geht immer und natürlich auch Unicorns. Und in Kombination, also das musste quasi ins Programm kommen. Ein ganz anderes cooles Thema sind Spy Animals, weil in manchen Ländern auch Tiere zur Überwachung genutzt werden, was ganz witzig ist, wenn man auf einmal diese unschuldigen Delfine sieht und sie dann Leute überwachen. Darauf freue ich mich schon ganz besonders. Und eins der Themen, das ich vorhin schon kurz angedeutet habe mit dem Terror, ist The ES in Us, was wir durch terroristische Kommunikationsstrategien über uns selbst erfahren. Weil wenn man sich das ein bisschen anschaut mit dem ES, dann sieht man, die nutzen haargenau Methoden, die auch in viraler Kommunikation in Europa, in den USA genutzt werden. Und haben sich da sehr gut einfach reingefuchst, wie man denn Leute erreicht. Und das schaffen sie offensichtlich gut. Die Arabi und die koscheren Gummibärchen, die deutsch-jüdische Blogosphäre, das ist auch nochmal ein Beispiel dafür, dass wir eben mit dem Finding Europe-Thema ganz viele unterschiedlichste Kulturen und unterschiedliche Länder auch darstellen wollen. Und das Thema Hacktivism or 50 Shades of Grey hat, konnte ich natürlich auch nicht rauslassen. So, damit sind wir durch. Ich hoffe, ihr kommt alle zur Republika. Wenn ihr nicht kommen könnt, schaut euch den Livestream an. Der Werbeblock ist jetzt vorbei. Und wenn noch jemand Fragen hat, wie gesagt, das Team sitzt hier und viele andere Menschen sind auch noch da, die entweder Sprecher sind und mich bestimmt gleich noch überfallen werden oder andere Sachen zu bereden haben. Genau. Vielen Dank, Sandra. Vielleicht gibt es ja auch jetzt schon Fragen. Wenn nicht,